Ich möchte auf Neuigkeiten eingehen, wie gesagt wurde, im Rechnungslegungsrecht. Und die Unterlagen, die Sie haben, das sehen Sie, das bezieht sich mal aufs neue Rechnungslegungsrecht. Wir können gerne in der Diskussion auch dann darauf eingehen, was sich drumherum tut. Jetzt werden wir sprechen über das Obligationenrecht, aber im Bereich Swissgap Fair oder IFRS oder von IFRS zu Swissgap Fair beispielsweise gibt es ja auch interessante Entwicklungen. Also da stehe ich Ihnen gerne für Fragen auch zur Verfügung. Ich bin auch dort ein bisschen involviert. Das neue Rechnungslegungsrecht. Diese Struktur, das Inhaltsverzeichnis, das folgt dem Gesetz. Das Gesetz ist so aufgebaut. Das Gesetz, das haben Sie wahrscheinlich mitverfolgt oder mitbekommen, das ist per 1. Januar dieses Jahres in Kraft getreten. Also das ist das Rechnungslegungsrecht jetzt angewendet. Das werden wir am Schluss sehen oder hören, wird es wahrscheinlich von den meisten Firmen 2015. Man hat eine zweijährige Übergangsfrist. Man kann es, und auch das werden wir diskutieren können, früher anwenden. Vorab empfehlen tun wir es niemandem, weil, das werden Sie sehen, spätestens wenn Sie diesen Vortrag gehört haben, da sehen Sie, da hat es noch einiges, das nicht klar ist. Und ich würde den Unternehmen daher empfehlen, mal abzuwarten, bis es klar ist. Das war ursprünglich, vielleicht das so ein bisschen zur Entstehungsgeschichte, das war ursprünglich Teil einer größeren Vorlage. Der Bundesrat wollte Ende 2007 Aktienrecht und Rechnungslegungsrecht in einer Vorlage abhandeln. Also das schöne grüne Bundesbüchlein, der Gesetzesentwurf, der hat auch so gelautet. Und Sie haben heute vielleicht aus aktuellem Grund gesehen, dass gerade die Verordnung zur Minderinitiative veröffentlicht wurde. Jetzt wissen wir genau, wie wir das umsetzen müssen. Und diese ganze Minderinitiative hat den Aktienrechtsteil blockiert. Also im Aktienrecht, da hat es viele gute Sachen gehabt, wie man eine Generalversammlung jetzt in Zukunft organisieren kann, also elektronische Abstimmung und so weiter. Das war alles dort drin, aber gesprochen hat man nur über Minder. Also das hat die Welt bewegt, obwohl es wirklich nur ein ganz kleiner Teil ist, aber irgendwie hat das Parlament da die Befindlichkeiten in der Bevölkerung völlig falsch eingeschätzt. Und darum ist es ja dann zu dieser Initiative Abstimmung gekommen und jetzt sogar Verfassungsbestimmung, was einfach völlig übers Ziel rausschießt. Aber Aktienrechtsvorlage ist vor den Sommerferien dieser Teil an den Bundesrat zurückgeschickt worden, definitiv. Das heißt, wir werden in 2-3 Jahren wieder über das Aktienrecht sprechen. Das wird kommen wieder, ganz sicher, oder einfach in anderer Form. Rechnungslegungsrecht hat man eigentlich gedacht, 2007, das sei irgendwie das Kompliziertere, das würde länger gehen. Und man hat sich getäuscht. Also Rechnungslegung ging relativ schlank über die Bühne. Mindestens hat man das Ziel erreicht. Ein Gesetz ist entstanden und ist in Kraft getreten. Sie sehen nur schon im Inhaltsverzeichnis, was die grossen Neuerungen sind. Einerseits sehen Sie hier, wir gehen auf das ein, Unterschied, scheinbar nur schon im Inhaltsverzeichnis zu entnehmen, Unterschied größere und in dem Fall nicht größere Firmen. Das ist neu. Das ist neu. Bis anhin, oder, hat man im Aktienrecht ganz, ganz strikt an der Einheit des Aktienrechts festgehalten. Also man hat in der Rechnungslegung die Schreinerei Eberle AG gleich behandelt wie Nestle AG. Die Schreinerei hat ein paar hunderttausend Franken Umsatz und Nestle AG hat ein paar hundert Millionen Umsatz. Aber da war von der Rechnungslegung her, waren es genau die gleichen 10 Artikel im Gesetz. Und man hat immer gesagt, dass an dem wollen wir festhalten. Das hat man aufgebrochen. Das hat man zum ersten Mal aufgebrochen im Revisionsrecht. Auch das dürfte Ihnen bekannt sein. Da unterscheidet man zwischen größeren und kleiner eingeschränkter Revision, ordentlicher Revision. Und das hat man hier weitergezogen. Also jetzt gibt's, und auf das werden wir eingehen, Bestimmungen für größere Unternehmen. Die sind nicht weltbewegend. Aber immerhin, es gibt Unterschiede.
Dann hat dieser anerkannte Standard zur Rechnungslegung oder diese anerkannte Standards zur Rechnungslegung haben Eingang ins Gesetz gefunden. Das sind True and Fair Standards. Das sind Standards wie, wir kommen noch, IFRS, FAIR, US GAAP. Das sind Abschlüsse ohne stille Willkürreserven. Das ist neu, dass so etwas im Gesetz erscheint. Das hat man vorher gemacht für Konzernrechnungen, aber man hat es nicht im Gesetz gehabt. Die Konzernrechnung hat man nicht wirklich neu geregelt. Das werden Sie sehen. Man wollte es neu regeln und man ist dann ziemlich zurückgekrebst. Und dann eben die Übergangsbestimmungen. Die zwei Gesetzesartikel ausmachen und einfach, dass Sie sehen, und das ist so ein bisschen, geht durch den Vortrag durch und kommt auch als Fazit, jedes neue Gesetz motiviert insbesondere Juristen zum Schreiben. Und nur über die Übergangsbestimmungen gibt es unterdessen 15- und 20-seitige Aufsätze. Also über zwei Artikel, wie das Gesetz, nicht mal über das Gesetz, sondern nur wie das Gesetz eingeführt werden soll. Schreiben Sie sich die Finger wund, die Kollegen. Das ist einerseits verständlich, andererseits wahrscheinlich für Sie und für mich wenig hilfreich. Die allgemeinen Bestimmungen, die in Artikel 957 und 958f zu finden sind, die Regeln, Grundsätze, die für alle anzuwenden sind. Und das Erste, das Sie mal wissen müssen oder mitnehmen müssen, ist eben, und das ist neu, dass man die Rechnungslegung nicht an die Rechtsform knüpft, wie es jetzt ist. Oder? Wir haben jetzt Aktienrecht, ich sage immer noch jetzt, das ist eigentlich Geschichte, aber wir wenden es immer noch an. OR 660, 670, das sind Rechnungslegungsvorschriften im Aktienrecht. Und dann hat man gesagt in der GmbH, ja, oder wenn ihr Rechnungslegungs macht, dann müsst ihr nach den aktienrechtlichen Vorschriften. Das hat man jetzt gedreht. Das hat man gesagt, und das war beim Revisionsrecht auch schon natürlich das Konzept des Revisionsrechts. Es soll nicht mehr, und ich glaube, das macht Sinn ja eigentlich, es soll nicht mehr abhängen, weder Revision noch Rechnungslegung, abhängen von der Rechtsform. Das macht irgendwie, und es hat wenig Sinn gemacht, dass Sie eine kleine Aktiengesellschaft, die mussten Sie schon vor dem Revisionsrecht prüfen und die große GmbH nicht. Und unter Umständen ist die GmbH ein Vielfaches größer gewesen von Umsatz her oder von Bilanzsumme her als die kleine Aktiengesellschaft. Aber das hat keinen Sinn gemacht und ich glaube, dasselbe gilt für die Rechnungslegung. Also hat man, es ist nicht ganz Rechtsform, neutral, wie es auch beschrieben wird, das stimmt nicht ganz, wie Sie hier sehen, aber es ist mindestens so, dass alle juristischen Gesellschaften eben von diesem Recht betroffen sind und dazu gehören eben Aktiengesellschaften, eben beispielsweise die GmbH, das ist klar, die Kommanditaktiengesellschaft, aber auch Genossenschaft, Verein und Stiftungen. Also für all diese juristischen Personen gilt, was jetzt kommt. Unabhängig von der Größe. Und dann gibt es Einzelgesellschaften und Personengesellschaften, also beispielsweise Kollektivgesellschaften, die sind nur betroffen, wenn der Umsatz 500.000 Franken übertrifft. Der zweite Bullet hier, ich glaube, der ist Praxis, das machen wir jetzt schon so, Buchführung und Rechnungslegung in einer Landessprache oder in Englisch. Das stand einfach noch nicht im Gesetz. Aber ich habe das schon wahrscheinlich vor sicher mehr als 10 Jahren gesehen, dass große Konzerne, die machen ihre Einzelabschlüsse, also den aktienrechtlichen Abschluss oder eine ihrer Töchter in Englisch. Und das war schon immer in Englisch. Und das wurde akzeptiert von den Steuerbehörden beispielsweise problemlos. Also ich glaube, das zweite Bullet ist einfach Praxis ins Gesetz geschrieben. Dritter Bullet, das ist etwas Neues. Man könnte die Rechnungslegung in fremder Währung führen. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gesehen haben. Was wir machen jetzt ist, und das gibt natürlich schon Konzerne, das sind vor allem Konzerne, oder? Das gehören Sie zu einem deutschen oder einem französischen Konzern oder amerikanischen Konzern. Und dieser Konzern denkt in Euro oder in US-Dollar.
Und alles läuft, Budget, alles läuft in US-Dollar oder Euro. Und auch die Buchhaltung, eigentlich buchen die in Euro oder US-Dollar. Und dann kommt diese Gesetzesvorschrift, also wie sie jetzt im Gesetz ist, und da heisst es, der Abschluss muss in Landeswährung, in Schweizer Franken erstellt worden. Und dann rechnen wir das um. Oder Sie rechnen es um. Und dann kommen die Probleme. Oder weil, wenn Sie das umrechnen, dann haben Sie Umrechnungsdifferenzen, logischerweise. Und die Frage ist, wie gehen Sie mit diesen Umrechnungsdifferenzen um? Da wissen wir eigentlich nicht. Das wissen wir nicht. Und dann haben Sie sehr schnell Probleme mit den Steuerbehörden oder Fragen mit den Steuerbehörden. Weil wir würden dann, und das steht mindestens im Wirtschaftsprüferhandbuch, wir würden sagen, wenn es Gewinne gibt beim Umrechnen, dann würden Sie die zurückstellen. Verluste müssen Sie realisieren. Und dann kommt die Steuerbehörde, oder? Und sagt, ja, diesen Verlust akzeptieren wir nicht. Das ist genau geschehen im Kanton Genf. Das hat dann zu einem Bundesgerichtsentscheid geführt, der dieses Thema behandelt hat. Das Bundesgericht, also man muss vielleicht so sagen, Kanton Genf, da sehen Sie, wie die Steuerbehörden dann ticken, aber das wissen Sie. Ich hoffe, es hat keine Vertreterinnen oder Vertreter von Steuerbehörden hier. Das können Sie dann rausschneiden. Oder? Aber was machen Steuerbehörden? Was hat Kanton Genf gesagt? Er hat gesagt, ja okay, dann machen wir es mal so, die Gewinne besteuern wir und die Verluste lassen wir nicht zu, oder zum Abzug. Also das war ihr Lösungsansatz. Das ist klar, wo das getrieben ist, oder einfach Steuersubstrat, das ist der Trigger und nichts anderes. Und das wurde selbstverständlich und Gott sei Dank dann natürlich aufgehoben. Aber wie wurde es aufgehoben in höherer Instanz? Das Bundesgericht hat gesagt, ja, diese Umrechnungsdifferenz, die da entsteht, ob jetzt Aufwand oder Ertrag, sind nicht steuerwirksam. Und was bedeutet das für Sie oder was bedeutet das für Ihr Unternehmen? Ja, Sie müssen, wenn Sie das in US-Dollar oder in Euro die Buchhaltung führen, müssen Sie ein Tax Accounting machen, wie wir es eigentlich gewohnt sind von den Konzernen. Oder weil es dann klar ist, wenn Sie eben die Buchhaltung in Euro führen und nachher umrechnen, da gibt es irgendwelche Differenzen, die werden steuerlich nicht akzeptiert. Und die müssen Sie zurückrechnen, oder? Da müssen Sie Tax Accounting machen. Also Sie müssen etwas im Handelsrecht machen, was wir eigentlich nur aus den Konzernen kennen. Verschiedene Vertreter von Steuerbehörden sagen, dass dieser Bundesgerichtsentscheid falsch ist inhaltlich. Und man sucht jetzt, glaube ich, einfach jemanden, der gerne den Weg ans Bundesgericht wieder antritt. Das kostet ein bisschen etwas, aber ich glaube, inhaltlich ist dieser Entscheid nicht wirklich überzeugend. Das Bundesgericht hat übrigens dann gesagt, ja, im Schweizer Recht steht nicht zu dem Thema. Dann schauen wir mal ins IFRS. Und sie haben dann IFRS 21 entdeckt und haben geschrieben im Bundesgerichtsentscheid IFRS 21. Wahrscheinlich wissen Sie, dass wir irgendwo bei IFRS 10 oder 13 jetzt stehen geblieben sind. Also es gibt einfach kein IFRS 21. Es ist ein kleiner Fehler. Es ist IAS 21. Aber das spielt in Monrepo nicht so eine Rolle. Und das Zweite, was das Bundesgericht nicht begriffen hat, ist, dass das IFRS ein sogenanntes oder Comprehensive Income hat, also dass sowas Eigenkapitalähnliches. Und gewisse dieser Fremdwährungsdifferenzen in IAS 21, die gehen in dieses Ding, das es im Aktienrecht nicht gibt. Also das hat mal nicht funktioniert. Dann hat man das neue Gesetz gehabt und hat gesagt, okay, jetzt suchen wir eine Lösung. Und das ist jetzt die Lösung. Im Gesetz steht Rechnungslegung in fremder Währung. Also jetzt wäre die Idee, Sie nehmen den US-Dollar-Abschluss. Was machen Sie mit dem US-Dollar-Abschluss? Oder vorher hat sich niemand gemeldet von der Steuerbehörde. Sie gehen zur Steuerbehörde. Und was sagt die Steuerbehörde? Wir wollen Schweizer Franken zahlen. Wir haben noch keine Steuerbehörde gehört, die gesagt hat, wir akzeptieren den US-Dollar- oder Euro-Abschluss. Und dann sage ich immer, dann ist es so beim Leiterli-Spiel oder so mit den Kindern. Da sind sie bei Feld 5 und jetzt fallen sie wieder runter, die Leiter, oder? Weil die Steuerbehörde verlangt einen Schweizer Frankenabschluss. Wie wir das lösen, wissen wir noch nicht. Darum eben sage ich, warten Sie bitte. Lesen Sie beispielsweise Treuhänder. Im aktuellen Treuhänder gibt es einen Lösungsvorschlag, der aber ziemlich komplex ist. Ich glaube nicht, dass der wirklich dann umgesetzt wird.
Die Steuerbehörde, wie gesagt, haben bis jetzt nichts gesagt. Wenn die Steuerbehörde den US-Dollar-Abschluss nicht akzeptiert, haben wir nichts gewonnen. Da ist das ein Papiertiger. Ja, weil sie müssen es dann so oder so in Schweizer Franken umrechnen. Das ist neu, so gekennzeichnet, aber ich mache einfach jetzt schon darauf aufmerksam, wir werden noch ein paar solche Regelungen finden, die eigentlich gut tönen, die Probleme zu lösen scheinen, aber eben wirklich nur auf dem Papier. In der Praxis funktioniert es dann nicht. Das war mal der Geltungsbereich. Die Jahresrechnung, da hat es zwei, drei interessante Punkte drin. Auf einen, und da blättere ich, auf einen gehe ich gar nicht ein. Da bitte ich Sie, mache ein bisschen Werbung oder für KPMG, können Sie diese Broschüre runterladen auf der letzten Seite, die lasse ich dann stehen, haben Sie den Link, aber Sie finden es auf kpmg.ch. Eine Broschüre zum neuen Rechnungslegungsrecht. Da ist unter anderem etwas drin, was ich nicht behandle, die Gliederungsvorschriften. Die Gliederungsvorschriften ändern. Das heißt, jede juristische Person wird einfach einmal jetzt ihre Bilanz genau nach diesen Vorschriften aufstellen müssen. Das ist mal nicht so schlimm. Wenn da nicht stehen würde in der vorgegebenen Reihenfolge, und die Reihenfolge, die beginnt bei flüssigen Mitteln, jetzt, ich weiß nicht, ob Sie mit der Elektrizitätswerksbranche oder Elektrizitätsbranche vertraut sind. Da kommen die Jahresrechnungen umgekehrt. Die beginnen mit Sachanlagen. UK beginnt auch mit den Sachanlagen. Das wäre nicht mehr gesetzeskonform. Wir arbeiten daran, jetzt die Branche zu überzeugen, oder, dass sie sich ans Gesetz halten sollen oder müssten. Aber das ist natürlich schwierig, weil es ist nicht einsehbar eigentlich, wieso es in dieser Reihenfolge sein müsste. Das steht aber so im Gesetz. Also da werden Sie sich vielleicht ärgern müssen oder nicht. Aber Sie werden sich sicher befassen müssen. Also bitte, und da eben, da haben Sie dann von den großen und kleineren Treuhandfirmen genug solche Anleitungen. Das müssen Sie einfach mal einmal sauber durchgehen, oder? Dann ist es gemacht. Interessant, und ich nehme eben einfach so die wichtigsten Punkte raus. Interessant, und das gibt viel zu diskutieren auch momentan, ist die Frage oder die Vorschrift, dass eben im Gesetz steht, Aktiven und Verbindlichkeiten sind in der Regel einzeln zu bewerten. Was heißt das? Im Gesetzesentwurf stand, sind einzeln zu bewerten. Das wäre klar gewesen. Das ist auch das, was wir international machen, oder? Also diese True and Fair Systeme, also auch das Schweizer Fair, IFRS, das macht Einzelbewertung. Was heißt Einzelbewertung? Wir haben nachher das Beispiel von den Beteiligungen, aber auch Liegenschaften, oder? Oft steht in den Bilanzen dann, die Sie sehen, haben Sie eine Position, also in der Bilanz, die veröffentlicht wird, Liegenschaften. Und hinter dieser Position diese Position setzt sich zusammen aus 10 Liegenschaften. Und bis jetzt konnte man im Aktienrecht sagen, wir bewerten diese 10 Liegenschaften als ein Ganzes, als eine Gruppe. Und dann konnte man eben ein bisschen ausgleichen, wenn eine Liegenschaft jetzt plötzlich weniger wert war und die andere mehr, oder? Dann ändert sich oder hat sich am Total Liegenschaft in der Jahresrechnung nichts geändert. Wenn Sie jetzt aber Einzelbewertung machen müssen, dann heißt das, Sie müssen jede Liegenschaft einzeln bewerten und das ist einfach ein Downside Risk. Das geht nur runter, oder? Wenn Sie vorher Gruppenbewertung gemacht haben, dann konnten Sie mit den höheren die schlechteren rausrechnen. Bei der Einzelbewertung geht das nicht mehr, weil die höheren, diese Reserve, die Sie da gehabt haben, die war über den Anschaffungskosten. Und das geht nicht, wenn Sie diese Regel lesen. Also das kann nur noch runtergehen. Alle, die jetzt Gruppenbewertung gemacht haben, werden Abschreiber haben. Und das ist unter anderem bei Holding, bei Beteiligungsgesellschaften. Und in der Schweiz gibt es, das wissen Sie auch aus steuerlichen Gründen haben wir ein paar Zwischenholdings, sogenannte, wo dann eben diese Beteiligungen drin sind. Und da geht es um große Beträge. Ja, es stand eben, sind einzeln zu bewerten, das war gut und dann hat der Ständerat darüber gebrütet und hat dann entdeckt, dass man da ein bisschen Pragmatismus anwenden solle bei dieser Bestimmung und hat dann in der Regel eingeführt. Und jetzt geht die Diskussion los, was heißt in der Regel?
Da können Sie Juristen, haben wir natürlich auch gefragt, liebe Juristen, was heißt in der Regel? Und die sagen dann, das ist der Regelfall. Gut, das haben wir eigentlich vorher auch schon geahnt. Aber ich glaube, es heißt dann für uns alle eben, das ist der Normalfall. Und dann gibt es ein paar Ausnahmen und die können wir jetzt anschauen. Also die Auswirkungen, die habe ich schon thematisiert und jetzt sehen Sie, und das steht im Gesetz, oder? Wann eine Gruppenbewertung zulässig ist, falls diese Positionen gleichartig sind, Einzelpositionen einer eng definierten Gruppe und üblicherweise als Gruppe zusammengefasst werden. Diese Definition, die kennt man oder hat man schon immer gebraucht, auch beispielsweise in der Lehre fürs Warenlager. Warenlager ist ein typisches, das ist jetzt eigentlich nicht die Fragestellung hier, aber Warenlager, oder? Da haben Sie gleichartig, da schon bei uns vor 20, 25 Jahren an der Uni haben wir das Beispiel gebraucht und wir können es immer noch brauchen. Warenlager, da diese Schrauben, oder? Sie gehen sicher nicht Schrauben zählen, wenn Sie die am Warenlager haben, weil die sind alle gleichartig, die werden so zusammengefasst. Ja, was machen Sie mit Schrauben? Ich weiß nicht, Sie wägen sie oder so, aber Sie zählen sie sicher nicht, oder? Jetzt ist einfach die Frage, können Sie gleichartig und üblicherweise als Gruppe zusammengefasst auf Immobilien und auf Beteiligungen anwenden, oder? Das ist die Frage. Das Warenlager, das haben wir schon immer so gemacht. Aber die Frage ist, können Sie. Und oder? Gruppenbewertung wäre zulässig, wenn eben wir das auch für Immobilien und für beispielsweise Beteiligungen machen können. Und wie ist es bei Immobilien? Können wir bei diesen 10 Immobilien sagen, die sind gleichartig? Ist wohl schwierig. Ist wohl schwierig, oder? Wahrscheinlich ist ziemlich jedes Gebäude oder jede Immobilie unterschiedlich. Sie stehen auch an unterschiedlichen Orten, sie werden auch unterschiedlich genutzt. Also das ist wahrscheinlich dann eher nicht möglich. Und üblicherweise als Gruppe zusammengefasst, da gehen jetzt die Diskussionen los. Die Spitzfindigen argumentieren und sagen, ja klar, üblicherweise, wir haben es ja gemacht die letzten 20 Jahre so, oder? Aber wenn Sie so argumentieren, dann hätten Sie wahrscheinlich das Gesetz gar nicht neu schreiben müssen. Wir diskutieren es jetzt mit den Beteiligungen und da haben wir natürlich etliche Kunden. Und da sehen Sie mal den Fall, da hätten Sie eben 20 Beteiligungen und die haben Sie bis jetzt eben zusammen bewertet. Oder einfach, dass das nochmals klar ist, in der Bilanz dieser Holding steht einfach Beteiligungen. Oder? Weiß auch nicht, 200 Millionen Franken und das ist die Bilanzposition. Und das ist jetzt die Frage, oder können Sie das in Zukunft immer noch als Gesamtes so bewerten oder eben nicht? Und Sie sehen hier, was wir denken. Und wenn ich sage, was wir denken, dann ist das entnommen dem Verlautbarung des Berufsstandes. Die Treuhandkammer, die publiziert sogenannte Q&As zu dem Thema. Und sie schreibt aber auch das Wirtschaftsprüferhandbuch neu. Das kennen Sie wahrscheinlich, oder wenn Sie mit der Branche vertraut sind, wir arbeiten sehr stark mit diesem HWP, Wirtschaftsprüferhandbuch, und Band 1 behandelt die Rechnungslegung und der wird neu geschrieben. Der muss neu geschrieben werden jetzt mit diesem Gesetz. Dort drin finden wir dann die Antworten, aber die finden wir halt erst wahrscheinlich Ende nächstes Jahres. Weil die sind, dass, bis das wirklich publiziert wird, wird das so lange gehen. Und darum haben sie diese Q&As publiziert. Aber da sehen Sie, wohin die Reise geht. Und die Reise geht jetzt bezüglich Beteiligungen eben dahin. Man würde sagen, Einzelbewertung. Und dann das kleine Hintertürchen. Aber wenn es sich jetzt bei diesen 20 Beteiligungen, sagen wir, Sie hätten 10 Beteiligungen wirklich in einer Branche, und eben, es ist eine diversifizierte Holding, 10 in einer Branche und 10 in einer anderen Branche. Oder dann könnten Sie vielleicht argumentieren, die sind gleichartig, die je 10. Und dann wäre die zweite Anforderung noch, dass Sie die üblicherweise als Gruppe zusammenfassen und dann würde man verlangen, jetzt so, das ist die Idee des Berufsstandes, dass Sie diese 10
Also diese quasi zwei Segmente auch führen so. Also sie führen wirklich Segment 1 und Segment 2 oder wie sie das nennen, gemeinsam. Und das ist natürlich zum Teil die Realität, oder? Diese 10 Beteiligungen, die sind vielleicht auch aus steuerlichen Gründen Beteiligungen, separate Beteiligungen, aber sie managen das zusammen. Wenn das so ist, aber nur dann, würde man sagen, okay, dann können Sie für die je 10 eine Gruppenbewertung machen. Oder was Sie einfach sehen müssen, und ich stelle mir vor, das haben Sie selbst auch schon gesehen, was man sehen muss, ist, eben was ich erwähnt habe, dieser Übergang zur Einzelbewertung geht nur nach runter, geht nur nach unten. Oder Sie haben, also wenn, es muss nicht zwingend sein, oder? Wenn alles schön werthaltig ist, 1, dann ist es okay. Aber das Potenzial, was in dieser Einzelbewertung ist eigentlich nur ein Downside. Oder? Es ist einfach die Gefahr, dass Sie die 10 Beteiligungen, die rendiert haben, die dürfen Sie nicht aufwerten, was Sie vorher nicht gemacht haben. Einfach zur Berechnung haben Sie es gemacht. Aber die 10, die nicht rentieren und die Sie vorher eben nicht abgewertet haben, weil Sie es verrechnet haben, das dürfen Sie jetzt nicht mehr, die müssen Sie abschreiben. Die Schweizer Steuerkonferenz, heisst die, glaube ich, SSK, das sind die Steuerbehörden vertreten, die kantonalen, die haben so ein Positionspapier verfasst und haben diesen Grundsatz der Einzelbewertung bestätigt und haben aber freundlicherweise auch bestätigt, dass das geschäftsmäßig begründet ist. Also sie dürfen den Riesenabschreiber dann immerhin auch steuerlich geltend machen. Aber da haben wir also einige Kunden jetzt bei KPMG, die sich mit dem Thema intensiv befassen. Es gibt dann schon noch Auswege. Da müssen Sie dann zu den Tax, zu den Steuerleuten, ich meine, das ist auch klar, was können Sie machen? Sie können jetzt beginnen umzustrukturieren. Also Sie können ein bisschen fusionieren, ein bisschen abspalten, ein bisschen neu organisieren. Steuerleute helfen Ihnen da gerne. Aber da gibt es schon Möglichkeiten. Dann, das ist etwas anderes. Oder da hat es so diese schönen Ausrufezeichen. Ich nehme einfach so die umstrittensten oder meist diskutiertesten Punkte raus. Und dann hat es da irgendwie ins Gesetz geschafft. Eigentlich weiß niemand wieso. Aber es hat es ins Gesetz geschafft, eine Bestimmung, die sagt, dass Aktiven bei der Folgebewertung, immerhin nicht bei der erstmaligen Bewertung, also erstmalige Bewertung geht zu Kosten. Herstellungskosten oder Anschaffungskosten. Also wenn Sie etwas kaufen für 100, dann ist das mit 100 in der Bilanz. Oder das tönt wahrscheinlich vernünftig, ist aber in IFRS nicht so zwingend. Oder? In IFRS gibt es zum Teil bei Finanzinstrumenten die Bestimmung tatsächlich, dass Sie 100 zahlen und Sie sagen, es ist 120 wert. Und dann setzen Sie es für 120 an. Das haben wir Gott sei Dank nicht im Aktienrecht. Also wir sprechen von Anschaffungskostenprinzip, das ist okay. Bei der erstmaligen Bewertung und dann die Frage, oder, das kaufen Sie dann Ende März und jetzt sind Sie beim Jahresabschluss und das ist dann eigentlich schon die Folgebewertung. Und was können Sie jetzt machen? Da steht, und ohne Einschränkung, es steht für Aktiven, oder, für Aktiven mit Börsenkurs, oder Aktiven mit Börsenkurs können zu Börsenkurs bewertet werden, oder wenn Sie den Satz auseinandernehmen, ja. Da kann man sagen, okay, das ist nachvollziehbar. Das haben wir jetzt schon bei den Wertschriften. Und wenn Sie jetzt auch in den Finanzanlagen, oder im Umlaufvermögen ist es jetzt schon möglich, aber wenn Sie im Anlagevermögen tatsächlich solche Positionen hätten mit Börsenkurs, kann man nicht viel dagegen haben. Wieso? Auch bei einer vorsichtigen oder zuverlässigen Darstellung, ja, man sagt, das können Sie ja sofort realisieren. Aber wenn es ein Börsenkurs ist, dann können Sie das verkaufen zu dem Preis. Perfekt. Sie stehen, ja, oder fast, oder? Sie sind nicht überzeugt zu dem Preis.
Aber so, das wäre die Idee, oder? Also Sie hätten einen Börsenkurs und zu dem können Sie es realisieren. Aber das Interessante ist jetzt, das gilt auch für Aktiven mit einem beobachtbaren Marktpreis in einem aktiven Markt. Sie dürfen, also das, einfach, dass das klar ist, Sie dürfen, Sie müssen nicht, das ist ein Wahlrecht. Was heißt jetzt das? Ja, wenn Sie schon ein paar IFRS-Kurse besucht haben, dann kommt Ihnen das sehr bekannt vor. Das ist IFRS-Terminologie. Das ist Fair-Value-Hierarchie im IFRS. Das ist wahrscheinlich vorwiegend sogenannter Level 1. Es gibt da Level 1, 2 und 3 Finanzinstrumente. Und das hat Herr, das haben Sie vielleicht auch gelesen, schon Herr Böckli hat das von Anfang an kritisiert, den kennen Sie wahrscheinlich, also sein Buch kennen Sie sicher, Aktienrecht. Herr Böckli hat von Anfang an sich gegen diese IFRSierung des Schweizer Rechts da gewehrt. Und das ist so eine IFRSierung, oder? Das ist ein IFRS-Konzept. Sie finden im Gesetz nicht, was beobachtbarer Marktpreis ist, und Sie finden im Gesetz auch nicht, was aktiver Markt ist. Im IFRS-Literatur ist das klar, also klar, so klar sein kann, aber es ist geregelt mindestens. Und wir haben es jetzt im Aktienrecht und wir wissen eigentlich nicht, was das soll. Sie können es von der Seite angehen, da habe ich, es gibt ja viele, verschiedene Seminare da, oder viele Seminare, wir haben Treuhandkammer eins gehabt, da hat ein Rechtsprofessor auch aus Basel, nicht Herr Böckli, sondern Herr Hanschin, hat gesagt, als Verwaltungsrat würde ich das nie machen. Nie machen. Da haben Sie einfach ein, er sagt, ein gewisses dann Exposure, Haftungsrisiko. Mal gut, oder? Wenn alle Verwaltungsräte so vernünftig sind, dann haben wir kein Problem. Nur diese Bestimmung wird ja dann genau von den Firmen in dem Augenblick gebraucht, wo es kritisch ist. Oder? Das ist ja klar. Also denen, die es gut geht, die brauchen das nicht. Oder? Und die dann kritisch sind oder wo es dann eng wird, die beginnen dann damit zu operieren. Also insofern da dieser Wunsch von Herrn Hanschin in Ehren, aber die Verwaltungsräte in schwierigen Situationen, die haben dann manchmal komische Ideen und das ist dann ein Ansatzpunkt. Ja, was machen wir jetzt mit dem? Oder dahinter, also im IFRS, das ist Fair Value Accounting, das ist eben Marktwerte, oder? Aber das wollten wir im Aktienrecht eigentlich nicht. In der Botschaft, und das ist eben das, was hier steht, in der Botschaft steht, gedacht wurde an Finanzinstrumente, die over the counter gehandelt werden. Irgendwo, scheinbar aus der Bankenlandschaft, hat man da ein Problem gesehen und dann versucht, das in das Recht einzuspielen. Vielleicht als einzelne Idee sinnvoll, vielleicht, wenn es over the counter Instrumente gewesen wäre, auch noch sinnvoll, wobei es geht dann wieder nicht auf, weil das ist im IFRS eigentlich nicht beobachtbarer Marktpreis. Aber die Frage ist jetzt, was sind die Anforderungen? Und unsere Vorstellung ist eben mal einerseits der aktive Markt, das sehen Sie hier, der klassische Markt, viele Anbieter, viele Nachfrager, und dann eben ein beobachtbarer Marktpreis. Und nicht irgendein Marktwert, oder? Und Marktpreis beobachtbar jetzt für Immobilien wieder. Oder das ist der kritische Fall, der wir kommen. Da haben Sie dann, nicht hier, aber haben Sie nebenan, oder? Haben Sie da irgendein Gebäude, eine Fabrik, dann geht es der Firma schlecht. Und dann sagt sie, ja, ich habe gehört, oder? Da zwei Häuser weiter wurde eine Immobilie zu so und so viel Millionen verkauft. Das ist ein Markt, oder? Wir zwei machen einen Markt aus da in Oerlikon und beobachtbar ist er ja auch. Also ich habe es mindestens gehört, oder, dass das 10 Millionen sind. Und dann wird er aufwerten wollen. Und die Frage ist natürlich, geht das? Und ich glaube, anhand von dem Beispiel ist es klar, das geht nicht, das ist kein aktiver Markt. Beobachtbar ist dieser Marktpreis auch nicht in der Regel, außer das wäre wirklich öffentlich bekannt. Aber wir werden sehen. Ich befürchte einfach, dass das in schwierigen Fällen dann eben wirklich zum Tragen kommt. Und Sie sehen mal, wie wir es aufziehen würden. Wir haben da eine Firma, ein Beispiel, ist im Goldhandel tätig, also er hat Goldvorräte, Derivate auf Gold und
Finanzinstrumente und Liegenschaft und seine Liegenschaft eben in Oerlikon, ganz zufälligerweise. Und jetzt möchte er das beides aufwerten zum Marktwert. Und da sehen Sie, ich glaube, beim Gold und den Derivaten auf Gold mag das möglich sein, je nachdem, wie er investiert ist, aber das ist nicht ausgeschlossen. Bei der Wohn- und Gewerbeliegenschaft ist es wahrscheinlich ausgeschlossen, weil sie einfach keinen aktiven Markt haben. Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich befürchte einfach, dass, wie gesagt, dass das in den ungelegensten Momenten wir diese Diskussion führen müssen. Wieso, dass das im Gesetz ist, eben hat mir noch niemand wirklich überzeugend sagen können oder darlegen können. Neu, wie gesagt, ist im Gesetz, dass es bestimmte Bestimmungen gibt und in aller Kürze für größere Unternehmen. Was ist ein größeres Unternehmen? Da hat man sich, würde man sagen, Gott sei Dank einfach gemacht, da sind die Kriterien ordentlich eingeschränkt. Oder die Revision, die Größenkriterien in 727, die unterscheiden zwischen ordentlich zu prüfenden und eingeschränkt zu prüfenden, sind genau diese. Also 20 Millionen Bilanzsumme, 40 Millionen Umsatzerlös, 250 Vollzeitstellen. Wenn Sie zwei dieser Größenkriterien in zwei aufeinanderfolgenden Jahren überschreiten, es müssen nicht die gleichen sein, dann sind Sie ordentlich zu prüfen. Die drunter fallen eingeschränkt. Also wir haben da recht große Firmen, die eingeschränkt geprüft werden, oder? Das wissen Sie auch und sehen Sie auch. Das finde ich per se schon kritisch, aber das ist so, oder? Das Parlament hat die ganze Revisionsvorlage und auch Rechnungslegungsvorlage eigentlich nur unter dem Thema Kosten behandelt. Das ist ein bisschen frustrierend, oder? Also mindestens für mich ist es frustrierend. Ich bin schon lange in der Branche und finde, dass sowohl Revision und auch Rechnungslegung auch einen Nutzen hat. Aber irgendwie ist dieser Gedanke nicht in Bern angekommen, leider. Also hat man über Kosten gesprochen, hat man gesagt, wie entlastet man die KMU, man setzt die Größenkriterien herauf, dann sind weniger Firmen ordentlich zu prüfen, eingeschränkte Revision ist billiger, also haben wir die KMU entlastet. Wir werden sehen, ob das dann wirklich so ist. Der Unterschied jetzt für die größeren Firmen, also die diese Größenkriterien überschreiten, sind dreigestaltig. Das sehen Sie. Das sind die zusätzlichen Angaben im Anhang. Das tut, glaube ich, nicht weh, oder? Da diese Finanzverbindlichkeiten, eben wenn es um Corporate Governance geht, dann scheint das Honorar der Revisionsstelle das größte Problem gewesen zu sein. Das muss man jetzt offenlegen. Nein, es hat natürlich auch mit Unabhängigkeit zu tun. Oder man will wissen, wie das Verhältnis Revisions- und weitere Dienstleistungen sind, um beurteilen zu können, ob die Revisionsstelle unabhängig ist. Wir kennen das aus den Publikumsgesellschaften, aber wenn Sie aus der Branche sind oder mit der Branche zu tun haben, dann wissen Sie auch, was der Effekt war bei den Publikumsgesellschaften. Der ist sonnenklar, oder? Wenn das Revisionshonorar, und das ist öffentlich ja bei den Publikumsgesellschaften, 3 Millionen ist, bei einer großen Unternehmung, und Sie werden eingeladen fürs Proposal, dann dürfen Sie raten, mit welchem Betrag Sie antreten können. Wahrscheinlich etwa 2,5. Oder? Also das ist sonnenklar, der Effekt, der ist nach unten, das ist für die Unternehmen wahrscheinlich eine zu begrüßende Entwicklung, für uns ist es einfach ziemlich mühsam und das wird sich jetzt auch noch eben in diesem Bereich fortsetzen, bin ich sicher, oder? Also Sie müssen gar nicht mit einem Honorar antreten, das gleich hoch ist, sondern Sie können einfach mal 20% runter. Dann die Geldflussrechnung, Herr Böhmle wird Freude haben. Mit seinen 85 Jahren hat er das doch noch erreicht. Er hat immer geschrieben, oder? Sie brauchen eine Geldflussrechnung und hat er auch recht. Das wissen Sie auch. Wie wollen Sie nur schon eine mittlere Firma führen ohne Geldflussrechnung, oder? Die Konkursfälle, die kommen aus mangelnder Liquidität in aller Regel. Nicht, weil sie Eigenkapital haben, die meisten, oder? Vielleicht ein bisschen knapper als auch schon. Dann, aber das geht Ihnen geht. Geld, Liquidität, Cash geht weg, geht aus, oder? Darum machen sie Konkurs.
Und als Verwaltungsrat oder Verwaltungsrätin müssten Sie so oder so auf eine Geldflussrechnung bestehen. Das muss man jetzt. Es ist irgendwie nicht des Schweizer liebstes Hobby oder der Schweizerin. Geldflussrechnung haben wir irgendwie das Gefühl, es sei schwierig oder ich weiß nicht was. Aber es gibt selbst bei kotierten Gesellschaften, also das ist ja öffentlich, Verweise, Sanktionen wegen falscher Geldflussrechnung. Da staunt dann der Laie, oder? Es ist mal keiner von KPMGs Kunden. Aber irgendwie haben wir da einfach eine gewisse Hemmschwelle. Jetzt müssen wir sie überwinden, bei den ordentlich zu prüfen. Dann gibt's den Lagebericht. Den Begriff kennen Sie aus Deutschland. Der ersetzt den jetzigen Jahresbericht. Das heißt also, die kleinen Gesellschaften, die eben, oder die kleineren, die müssen diesen Jahresbericht nicht mehr machen. Die Großen, die jetzt ordentlich zu prüfen sind, die müssen den Lagebericht machen. Der wird nicht geprüft. Und was hat der drin? Die Durchführung, Angaben zur Durchführung einer Risikobeurteilung. Oder das haben wir ja vor 5 Jahren im Aktienrecht, im Anhang, haben wir das der Aktiengesellschaft in den Anhang aufgenommen. Also mussten alle Aktiengesellschaften noch so klein eben diese Risikobeurteilung machen und prüfen lassen. Und 5 Jahre später, oder, sagt dasselbe Parlament, das war jetzt vielleicht nicht so sinnvoll, jetzt verschieben wir es in den Lagebericht für die Großen und der wird nicht mehr geprüft, oder? Also, oder vielleicht sagt man, jetzt haben alle ein Risikobeurteilungssystem und jetzt haben wir das Ziel erreicht, jetzt verschieben wir es. Also, es ist nicht abschließend, diese Liste, es hat noch ein paar Punkte mehr. Dann kommt der Abschluss nach anerkanntem Standard. Da darf man dem Parlament dann schon auch mal eben ein Kränzchen winden oder die Politiker loben, weil man hätte ja auch auf die Idee kommen können, das ins Gesetz zu schreiben, oder? Selbst ein bisschen True and Fair Standard zu entwickeln und dann mal etwas ins Gesetz zu schreiben. Das haben sie nicht gemacht, das ist gut. Aber ich verstehe es, dass es aus, sagen wir, staatsrechtlicher Sicht oder wie das dann immer heißt, dass es ein bisschen schwierig ist, ins Gesetz zu schreiben, und es ist in einer Verordnung, nicht im Gesetz, dass ein anerkannter Standard Swissgap Fair ist. Oder IFRS. Als Politiker, Politikerin haben Sie hier gar nichts zu sagen, oder? Das Schweizer Parlament hat zu IFRS und Fair gar nichts zu sagen. Die werden in London oder die Fair irgendwo zwischen Zürich und Bern entwickelt. Aber natürlich ohne Mitwirken dann des Parlaments und ohne einen transparenten oder kann man dann sagen, ohne einen geordneten in dem Sinne oder im Sinne des Gesetzgebungsprozesses, geordneten Prozesses. Aber das haben sie Gott sei Dank gemacht. Also sie haben gesagt, in einer Verordnung, also anerkannte Standards sind, und das sehen Sie hier, FAIR, IFRS, SME, IFRS, US GAAP, IPSAS, das sind die Standards im öffentlichen Sektor, das ist so das Pendant zum IFRS im öffentlichen Sektor, also der Bund, wenn Sie das mal interessiert, schauen Sie es an, der Bund, Kanton Zürich, Kanton Genf, machen ihre Rechnungen, ihre Kantons- oder Bundesrechnungen nach IPSAS. Und dann die Rechnungslegungsvorschriften der FINMA, die gleichwertig sind. Jetzt, wer muss das machen? Und dann hat es wieder ein paar erwischt. Da weiß ich nicht, ob das alle gemerkt haben schon. Die meisten haben es gemerkt. Publikumsgesellschaften ist kein Thema. Das war schon immer so und das steht im Börsengesetz. Aber Grossgenossenschaften, das sind Genossenschaften mit mehr als 2000 Genossenschaftern oder Genossenschafterinnen. Die müssen jetzt, und es steht hier bewusst, es ist schräg gestellt, zusätzlich also einen solchen Abschluss machen. Also die machen einen Abschluss nach den allgemeinen Grundsätzen, wie ich es jetzt erklärt habe, und dann machen sie zusätzlich einen Fair- oder IFRS-Abschluss. Wieso? Ja, in der Botschaft steht einfach eine Grossgenossenschaft und die ordentlich zu prüfende Stiftung. Das sind eigentlich öffentliche Gesellschaften. Das ist eigentlich wie eine Publikumsgesellschaft, das ist die Begründung. Und darum müssen sie das tun. Jetzt hat es ein paar Genossenschaften, die sind jetzt am Üben. Da hat also im landwirtschaftlichen Bereich kennen wir, da wissen Sie, da hat es eine ganz, ganz große.
Es hat aber auch so Bild-Tonverwertungsgesellschaften, habe ich gehört, also Swisa, wie die alle heißen, Baugenossenschaften, große Baugenossenschaften. Da hat es ein paar und die sind jetzt langsam so am sich der Auswirkungen bewusst werden und laufen jetzt mehr oder weniger Sturm, oder? Aber das ist ein bisschen spät. Ich glaube nicht, dass man an diesen Forderungen etwas ändert. Also die müssen, und das ist mühsam zum Teil, oder die müssen jetzt eben einen zusätzlichen und aufwendig vielleicht einen zusätzlichen Abschluss. Sie können ja wählen, oder immerhin, wenn sie sportlich sind, machen sie einen nach US Gap. Wenn sie vernünftig sind, machen sie wahrscheinlich fair. Sie können sich befreien von dieser Bestimmung, wenn die Konzernrechnung nach einem anerkannten Standard gemacht wird. Und damit fallen dann vielleicht wieder ein paar weg. Und da kommen wir zur Konzernrechnung. Das ist ein Thema, da habe ich mich schon geäußert dazu, da bin ich auch schon aufgelaufen. Der Gesetzgeber war ein bisschen zu ambitiös. Er hat vorgehabt, die Größenkriterien für die Konzernrechnung ein bisschen zu verändern. Also vormals, das ist, was heute im Gesetz steht, 10, 20, 200. Der Gesetzgeber wollte es runterfahren auf 10, 20, 50. Also kann man sagen, mehr oder weniger die gleichen Kriterien. Aber im Entwurf stand alle Konzernrechnungen nach einem anerkannten Standard. Also alle Konzernrechnungen gesetzlich erforderlich nach True and Fair Standards. Und das war natürlich wieder zu viel des Guten für das Parlament. Die haben dann gefunden, eben, man muss die Größenkriterien raufschrauben. Und das sehen Sie, 20, 40, 250, die kommen Ihnen jetzt bekannt vor. Das sind nämlich die gleichen wie ordentlich eingeschränkt. Und dann, das kommen wir zu sprechen, in der Rechnungslegung haben Sie den Standard runtergefahren, oder im Vergleich zum Gesetzesentwurf. Also da hat man einfach wenig gewonnen, denke ich. Das ist bedauerlich, weil im Gesetzesentwurf stand, eines der Ziele dieser Vorlage war Modernisierung der Konzernrechnung. Ich glaube, da sind wir gescheitert. Dieses Ziel haben wir nicht erreicht. Interessant ist der letzte Punkt. Das war so eine gut organisierte Pressure Group, heißt das ja neudeutsch. Irgendwann ist die Idee aufgetaucht in diesen Beratungen, dass man diese Konsolidierungspflicht übertragen können soll an ein kontrolliertes Unternehmen, falls eben die Obergesellschaft ein Verein, Stiftung oder Genossenschaft ist. Oder also wenn ein Verein ein Konzern wäre, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, Stiftung ist auch noch ein bisschen ungewöhnlich, aber bei der Genossenschaft gibt es das. Und ich weiß nicht, ob Sie die Branche kennen. Mit der Zeit hat man es dann gemerkt, woher das kommt. Das ist die Versicherungsbranche, Krankenkassen. Es heißt auch, also Versicherung, es heißt, aber das darf man so nennen, weil es in den parlamentarischen Mitschriften steht, es ist die Lex Mobiliar geworden. Und wie ist die Mobiliar organisiert? Das sage ich mal so, das kenne ich nicht im Detail, das können wir auf der Homepage, können wir das nachschauen, aber oben hat es eine Mobiliar-Genossenschaft und wenn Sie eine Versicherungspolice bei der Mobiliar haben, werden Sie Genossenschaft oder Genossenschafterin. Etwa so, oder das ist also ein grosses Gebilde, das funktioniert eigentlich nur als, auch wieder neudeutsch, so Sounding Board, oder was machen die dort? Die laden wahrscheinlich ein paar Genossenschafter und Genossenschafterinnen ein und fragen so, was sie von den Produkten und dem Image und weiß nicht was halten. Da vergeben sie wahrscheinlich noch den jährlichen Mobiliarpreis für gutes Versichern, ich weiß auch nicht was. Und sonst läuft nichts, oder? Und dann hängt in dieser Genossenschaft wahrscheinlich einfach eine Position Beteiligung, und keine Ahnung, wie hoch das die ist, aber an dieser Beteiligung hängt dann die Mobiliar Holding AG, nenne ich die mal, und dort drunter hängt der ganze Mobiliarkonzern. Und die haben dann gesagt, ja nein, das macht keinen Sinn. Wenn wir in dieser Genossenschaft, auf dieser Genossenschaft eben eine Konzernrechnung erstellen, da passiert gar nicht, unsere Genossenschafter wollen das nicht, verstehen das nicht, wir führen auch nicht so, und darum soll man es delegieren können. Dann versteht der Jurist, Nicht-Jurist, die Welt einfach dann nicht mehr, weil zuerst sagt man,
Alle juristischen Gesellschaften müssen konsolidieren, eben auch Verein, Genossenschaft, Stiftung. Und nachher sagt man, und das sagt auch Herr Böckli in seinem Buch, Verein, Genossenschaft, Stiftung sind gar nicht geeignet, um eine Konzernfunktion auszuüben. Und das ist die Begründung zur Delegation. Da habe ich mich dann eben mal in der NZZ am Sonntag darüber geäußert, dass das keine so gute Idee ist. Und habe dann so den eben immer wieder einen anderen neudeutschen Begriff, die toxischen Assets, Toxic Assets, oder habe ich in die Runden, habe ich dort erwähnt, und das ist dann gerade der Titel dieses Beitrags geworden. Das ginge noch, aber nach meinem Statement ist ein Kunde von uns erwähnt worden, der mein Statement ziemlich blöd gefunden hat. Und wir haben uns dann zur Aussprache getroffen und ich bin immer noch bei KPMG und er ist immer noch Kunde bei KPMG. Also ohne weitere Schäden überlebt. Also man kann geteilter Meinung sein. Ich verstehe es einfach nicht ganz, wieso man zuerst sagt, alle müssen konsolidieren und nachher sagen sie, ja, die nehmen wir wieder raus. Es gibt einen Aufsatz im Treuhänder, wo Herr Zieler, das ist der wissenschaftliche Mitarbeiter, der diese Vorlage betreut hat, so ein paar Beschränkungen in diesem Zusammenhang aufgezeigt hat. Und wenn man sich daran hält, glaube ich, ist das kein Problem. Dann bleibt noch ein kleines Restrisiko, aber das ist dann vielleicht nicht mehr so von Bedeutung. Von Bedeutung ist die Frage der Rechnungslegung. Und eigentlich müssten wir es natürlich, oder wenn es eine kundenfreundliche Folie wäre, dann würden wir von unten her beginnen. Für die meisten ändert sich nichts. Ja, für die meisten Gesellschaften ändert sich nichts, für die meisten Konzerne, weil es steht im Gesetz nur, die Rechnungslegung muss grundsätzlich ordnungsmäßiger, oder die Konzernrechnung muss nach grundsätzlich ordnungsmäßiger Rechnungslegung erstellt werden. Das steht jetzt schon im Gesetz. Und dieser anerkannte Standard, der muss nur noch von den Publikumsgesellschaften, das ist auch klar, jetzt schon Kraft Gesetzgebung, also Börsengesetz, und dann eben wieder diese armen Großgenossenschaften und schlecht behandelten, ordentlich zu revidierenden Stiftungen. Aber das ist so jetzt im Gesetz, oder? Wenn Sie also da eine ordentlich, also eine große Stiftung sind, und dann auch noch ein Konzern unter dieser Stiftung hängt, da müssen Sie eine Konzernrechnung nach anerkanntem Standard machen. Aber eben, wenn man schaut, was man vorgehabt hat, dass man eben sagt, Rechnungslegungsstandard wirklich anerkannter Standard für alle und die größten Kriterien runter, dann sehen Sie, da ist dieser Vorschlag ist ziemlich weichgespült worden. Also man hat Größenkriterien draufgesetzt. Das heißt, weniger Konzerne sind konsolidierungspflichtig, oder? Das ist das Erste. Und das Zweite, am Rechnungslegungsstandard hat man nichts geändert oder mindestens nichts verbessert. Dann kommt die große Frage, wann sollen Sie das anwenden? Eben, ich habe eingangs gesagt, ich würde es niemandem empfehlen, jetzt schon zu tun. Es gibt aber gute Gründe und die habe ich jetzt vorher gerade schon erwähnt. Das sind natürlich die Konzernrechnungen, oder? Wenn Sie jetzt nach neuem Gesetz oder nach neuen Größenkriterien nicht mehr konsolidierungspflichtig sind oder wären, dann hätten Sie natürlich ein grosses Interesse, das jetzt schon frühzeitig anzuwenden. Also, das dürfen Sie. Das dürfen Sie. Das verstehe ich auch wieder nicht ganz als juristischer Laie. Jetzt haben wir im 2013 und 2014 haben wir jetzt eigentlich zwei Rechnungslegungsvorschriften, oder? Die bisherigen, OR 660/670 und die neuen. Und je nachdem macht die Unternehmung halt dies oder das. Ich denke, die meisten werden warten jetzt. Und werden von diesen Übergangsbestimmungen eben, oder werden diese Übergangsbestimmungen der Gestalt in Anspruch nehmen, dass eben die Jahresrechnung 2015, die wird wohl zum ersten Mal nach neuem Recht gemacht. Und dann sehen Sie, man war sehr, sehr freundlich, das ist der zweitunterste Bullet, bei der erstmaligen Anwendung müssen Sie das Vorjahr nicht angeben, das heißt, Sie müssen es nicht restaten. Oder eigentlich wäre ja normal in der Rechnungslegung, dass wenn Sie einen neuen Rechnungslegungsgrundsatz oder ein neues Regelwerk nehmen, dann müssen Sie 2 Jahre zeigen.
Das muss man nicht. Man muss es einfach sagen, dass man es nicht macht, aber das steht im Gesetz. Für die Konzernrechnung haben Sie sogar ein Jahr mehr Zeit. Das mag sein, dass Sie das brauchen. Das kann schon jetzt sein, oder, dass es ein paar eben diese Stiftungen oder Großgenossenschaften betrifft. Die maßgeblichen Größenkriterien, und da bitte ich Sie einfach sich zu merken, dass dieses erste Lemma, das ist zwar so, das steht so im Gesetz, in den Übergangsbestimmungen, das kann aber so nicht gemeint sein. Weil die maßgeblichen größten Kriterien, also auf welchen zwei Geschäftsjahren bestimmen Sie jetzt, ob Sie eben ordentlich oder groß oder klein oder was auch immer sind, das kann nicht sein, die zwei Jahre vor der Inkraftsetzung, weil das wäre ja Jahr 11 und 12. Oder in Kraftgesetz ist es 1.1.2013. Dann wäre es 11 und 12 und es würde im 15, würden Sie das anwenden. Das kann nicht die Idee sein, so steht es in den Übergangsbestimmungen. Die Idee, oder das ist so das klassische gesetzgeberische Versehen oder Fehler, die Idee muss sein, die zwei Jahre, die der Einführung vorangehen. Also wenn Sie es 2015 einführen, dann sind es 2014 und 2013. Ja. Also es sind einfach die zwei Jahre, die vorher kommen, und das ist in der Konzernrechnung stets dann richtig. Und dieser Mechanismus oder die zwei vorangehenden, das ist nur für die Einführung. Nachher, wenn es um die Größenkriterien geht der Konsolidierung, dann ist es das Berichtsjahr und das Vorjahr. Ich hoffe, ich habe Sie damit nicht zu fest verwirrt. Aber auch da können Sie problemlos zehnseitige juristische Aufsätze, kann ich Ihnen angeben, wieso das genau so sein muss. Wir nehmen es einfach zur Kenntnis. Ah, das ist ein lustiges Ausrufezeichen da unten, dann nehmen wir doch gar alles. Das habe ich auch schon gesagt, kein Restatement, das steht im Gesetz. Ich denke, das ist gut. Herr Böckli nennt das nicht Rückwirkung. Vorjahreszahlen eben müssen nicht angegeben werden. Dann die zweite Frage, das ist wohl etwas, was wir auch zu tun haben, diese Frage der Cherry-Picking. Der Berufsstand hat eigentlich gesagt, entweder alles oder nichts. Entweder nehmen Sie dieses Rechnungslegungsgesetz oder nicht. Und dann begannen eben die ersten Anwälte zu publizieren. Einer hat das über die NZZ gemacht und hat gesagt, ja, Konzernrechnung ist etwas anderes, weil es andere Übergangsbestimmungen gibt. Darum könnte man das eigentlich vorwegnehmen. Und die Treuhandkammer ist jetzt dem ein bisschen entgegengekommen und hat gesagt, okay, wenn Sie die Größenkriterien, oder es geht ja eigentlich um eben die Frage, dass Sie nicht mehr konsolidieren wollen, weil Sie tiefere Größenkriterien haben, dann sagt die Treuhandkammer, okay, das dürfen Sie, aber dann muss die Holdinggesellschaft, der Jahresabschluss der Holdinggesellschaft muss auch nach neuem Recht sein. Das ist mal die Position des Berufsstands, das macht für mich Sinn, aber eben Sie werden auch andere Positionen lesen, und darum würde ich Ihnen dringend empfehlen, eben bevor Sie jetzt da irgendwie loslegen, eben das genau zu analysieren, auch die steuerlichen Auswirkungen zu analysieren, und dann haben Sie vielleicht eben auch noch Gestaltungsspielraum. Und die Zusammenfassung, glaube ich, ist eben so, dass man eigentlich das Gefühl gehabt hat oder das Gefühl hat, wenn Sie das lesen, oder wenn Sie das lesen und durchblättern, dann finden Sie ja, so viel hat nicht geändert. Wenn Sie mit Parlamentariern sprechen, dann bestätigen die das, oder die haben eigentlich das Gefühl, sie hätten wenig geändert. In der Praxis ist es einfach nicht so, oder? Es muss mindestens mal jede Gesellschaft die Gliederungsvorschriften anpassen, das ist mal klar. Gut, da können Sie sagen, das ist einmal. Da gibt es aber eben noch zwei, drei andere Auswirkungen, und wir haben immer wieder, stellen wir fest, jetzt in der Anwendung, es gibt Schnittstellenprobleme, die einfach nicht gelöst sind. Das sind zwar dann Details und sind Einzelfragen, aber sie sind nicht gelöst, sie sind unschön, und wir Prüfer sind dann die, die diese schlechte Nachricht überbringen dürfen. Also ich würde eben empfehlen zu warten, da das HWP habe ich erwähnt, das kommt,
Und wie gesagt, für Juristen ist das einfach ein Betätigungsfeld. Also es gibt viele gute Publikationen auch, interessante. Aber das Meinungsspektrum ist momentan, vielleicht war es mal so, oder? Jetzt geht es so ein bisschen zusammen, aber es ist immer noch groß. Und wir hoffen dann einfach, dass wir bei 2015 eben wirklich eine Punktlandung haben und eine gemeinsame Position haben. Da, das haben Sie nicht in den Unterlagen, aber eben Sie finden es problemlos, wenn Sie KPMG.ch eintippen, dann kommen Sie auf KPM.com.ch und da hat es in der Bibliothek, das ist hier, ist diese Broschüre als PDF drin. Wir waren ein bisschen überrascht über den großen Erfolg, darum haben wir viel zu wenig gedruckt. Jetzt ist einfach als PDF verfügbar. Also die zeigt Ihnen auf eben, stellt altes und neues Recht gegenüber und erklärt auf 20 Seiten so die wichtigsten Änderungen. Also fühlen Sie sich frei, da das herunterzuladen. Jetzt stehe ich für Fragen zur Verfügung und eben den Disclaimer, den brauchen Sie gar nicht zu lesen, den kennen Sie schon immer von großen Gesellschaften. Sie können sich nicht auf das berufen, was ich heute gesagt habe, auch wenn es aufgezeichnet wird. Aber besten Dank, wenn Sie Fragen haben, gerne. Danke.